Alter, was ist denn hier los? So viele Hühner! Scheiße! Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe wie immer, euch geht's gut da draußen. Und zwar, eigentlich war ja der Vlog auf Sonntag bestimmt. Aber ich habe es leider irgendwie nicht hingekriegt wegen dem Audioproblem. Aber das habe ich euch ja im letzten Video schon gesagt. Deswegen muss ich den heute nochmal aufnehmen. Ich glaube, ich mache die Aufnahme gerade zum fünften Mal. Und ich hoffe, ich habe noch... Lässig. Sah aus wie der Weihnachtsmann. Ich habe nicht mehr viel Akku. Ich hoffe, das reicht jetzt noch. Auf jeden Fall hoffe ich, euch geht's gut da draußen. Ich bin wieder mit dem Jan unterwegs. Den müsstet ihr eigentlich schon kennen vom letzten Video. Und wir haben eigentlich heute nur eine Spontantour gemacht an den See, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Und jetzt schauen wir mal, wo wir überhaupt noch hinfahren. Ich folge ihm einfach mal. Ja, vielleicht fahren wir Richtung Autobahn. Alter, ich hab so Bock zu fahren, Mann, das ist so geil, allein das Wetter. Herrlich. Ich glaube, wir haben noch so, ja, gute 25 Grad. Und da drüben ist die Autobahn. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen, und zwar Topspeed von meiner Maschine. Vielleicht mache ich das auch mit dem Jan zusammen. Muss ich mal schauen, ob er drauf Bock hat. Und jetzt muss ich erstmal hier wieder... Mustern. Okay, auch nicht schlecht. Genau das meinte ich wie bei meinem letzten Video. Es fährt ein Ford Mustern vorbei und viele machen dann so ein Titelbild. Ach du Scheiße, oder was ein Biest, oder ja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall gönnt euch auf jeden Fall das letzte Video von mir. Ich verlinke es euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung, sonst findet ihr auch jetzt oben rechts nochmal. Schaut euch das gerne mal an, ist halt so ein kleines Thema, was ich angesprochen habe. Obwohl es ja eigentlich gar nicht auf meinen Kanal passt und ich muss immer mal wieder schauen, ob die Aufnahme noch läuft. Ja, wie gesagt, Clickbait ohne Clickbait geht leider, finde ich jetzt meiner Meinung nach, gar nichts, weil... ja, also wenn ich, oder wie ich jetzt mit dem kleinen Channel... ich ein paar Zuschauer erreichen will, muss ich einfach geile Thumbnails machen. Es hilft nichts, weil wenn ich jetzt nur so ein stinknormales Bild mache, jetzt muss ich gleich mal wieder überholen. Ja, ihr könnt mich wahrscheinlich nicht verstehen. Oder nur mit Windgeräusche. Aber... ich meine halt damit, mit dem Thumbnail, ich muss ein geiles Thumbnail machen, weil sonst, ja, erreiche ich halt nicht so viel Zuschauer. Deswegen, ich lese mir natürlich eure Kommentare immer durch. Jetzt schauen wir mal, wie sich auf das letzte Video ausgewirkt hat, eure Kommentare. Ja, ich laber schon wieder irgendeine Scheiße. Ja, das war halt ziemlich spontan heute schon wieder, obwohl ich gestern... eigentlich darüber reden wollte mit euch, aber jetzt habe ich das Video schon vorproduziert, beziehungsweise es ist schon hochgeladen, und das hier mache ich gerade im Nachhinein, und deswegen ist es auch heute noch ein ziemlicher spontan Vlog geworden. Alter, das sieht so geil aus hier. Hier war ich halt einfach noch nie. Ich sage ja, hier bei uns in der Umgebung gibt es Orte, die habe ich noch nie gesehen. Ja, was ist das denn? Was war das denn? Ah, okay, ich weiß schon, wo wir sind. Hier steht man ungefähr immer 5 Stunden an der Bahnschranke. Oder wegen einem Fahrradfahrer. Und es ist echt gerade richtig geil, angenehm. Ja, auf jeden Fall, ich habe euch ja auch gefragt wegen einer
neuen Kamera. Das heißt, die Leute, die sich echt damit auskennen und ja, mir ein paar Tipps geben können, wäre richtig fett. Das Ding ist, ich will natürlich jetzt nicht 1000 Euro, 1500 Euro ausgeben. Ich weiß, man muss zwar Geld investieren in sowas, aber es gibt auch genügend unter 1000 Euro. Das habe ich nämlich im letzten Video vergessen zu erwähnen. Deswegen, mein Gott, was ist denn hier heute los? Deswegen gerne mal ein paar Tipps, ein paar Links einfach unten in die Kommentare packen bei mir. Dann checke ich die mal ab. Wie gesagt, ich habe schon eine in Aussicht, diese Sony RX-Reihe. Entweder die 4er oder die 5er, die liegen so bei, die 4er glaube ich liegt so knapp bei 680. Und die 5er, die ist nochmal einen Ticken teurer. Aber ich melde mich gleich nochmal zurück, sobald ich wieder in irgendeiner Ortschaft bin, weil es einfach so ätzend ist mit den... Alter, was ist denn hier los? So viel Hühner! Scheiße! Nee, ich melde mich gleich nochmal zurück, sobald wir wieder in der Ortschaft sind, weil so macht es wenig Sinn, wenn ich jetzt mit 100 hier fahre und euch ein bisschen was erzähle. Deswegen Leute, bis gleich! So, wieder in der Ortschaft. Er ist so behindert. Nee, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau, also wie gesagt, Vlogging-Kamera. Wenn jemand eine Ahnung hat, mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Wäre richtig geil. Dann, zweiter Kanal von mir. Ist ein neuer Mix online gekommen. Wie gesagt, immer wenn ihr up to date bleiben wollt, gerne abonnieren auch da. Gerne auch da abonnieren. Aktiviert die Glocke, wenn ihr wollt. Dann verpasst ihr auch keinen Upload mehr von mir. So auch auf dem Kanal. Das heißt, wenn ihr Abonnent seid, wenn ihr Abonnent seid, gerne auch die Glocke aktivieren, weil ich werde jetzt echt versuchen, Leute, immer mehr Videos zu machen und also wirklich mehr unter der Woche auch. Es wird zwar hart, ich bin zwar immer end am Arsch nach der Arbeit, aber ich schaffe das schon irgendwie. Weil ich will nicht den Kanal irgendwie nur so, ja, einmal in der Woche oder so, mache ich mal ein Video, sondern halt echt richtig so 2, 3, 4 Videos in der Woche zu produzieren. Die werden wie gesagt jetzt nicht High-End-Qualität haben, aber es werden auf jeden Fall mehr Videos kommen. So, dann, jetzt versteht sie mich wahrscheinlich wieder nicht. Yeah, eine Husqvarna 701, geiles Ding. Gönnt euch mal den Ausblick. So geil, Leute, hier. Falls jetzt mein Akku gleich leer sein sollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gibt es mir einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall wieder freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Sein Account von Instagram werde ich euch auch mal unten verlinken. Das heißt, könnt ihr ihm auch gerne mal folgen. Und in diesem Sinne, Leute, Junge, ich rede gerade. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace.